Hallo liebe Zuschauer, hier willkommen zum nächsten Let's Play Farming Simulator mit dem Babyisch Hallo. und mit mir, der Schrobi, das bin ich. Ja, wir sind wieder da. Ich sitze hier im Traktor, fahre jetzt hier wieder weiter und tue ein bisschen ganz geil Feldhäckseln mit einem Genau. kleinen 2-Meter-Häcksler. Und der Babyisch, ich weiß nicht, was er machen will. Na, ich Du will das bist wieder kubern, oder? Feld 38 kubern. Genau. Genau. Da hat er auch ganz viel Spaß. Ja, dann kubern oder ich verkaufe erstmal ein bisschen was. Ich habe nämlich Ja. keine Lust ins Minus zu fallen. Ich habe aber jetzt Wer hat dummerweise. da schon Lust drauf? Ja, wir könnten ja Kartoffeln verkaufen. Mal zur Edeka fahren. Ah nee, wir können ja gar nicht verkaufen. Wieso? Weil du den Hänger hast. Naja, blöd. Und ich merke gerade, ich häcksle in die Luft, weil ich das Rohr nicht ausgefahren habe, ich Depp. Das ist immer so heimtückisch hier bei dem Feldhäckseln, dass du da, wenn du nicht aufpasst, halt einfach das ganze Feld einfach ins Nichts häckseln kannst. Ja. Und dann Wenn hat der Anhänger voll ist oder wenn du das Rohr nicht ausgefahren hast oder sonst wie. Da habe ich mal einen Streamer, irgendeinen anderen Streamer, keine Ahnung, der streamt glaube ich eh nicht mehr, mal zugeschaut, der hat glaube ich irgendwie eine Viertelstunde Wiese gemäht, ohne dass er das Rohr ausgefahren hat. Ist immer schön weitergefahren und hat es nicht gemerkt. Und dann musst du da mit dem Ladewagen alles aufsammeln, gell? Naja. Na nee, das ist halt dann weg. So. Das war's. Das verschwindet dann einfach. Also es wird gehäckselt, aber liegt halt nirgends mehr. Ach so, das ist dann in die Luft geschmissen worden, Ja, praktisch. genau. Na toll. Hat er sich gefreut, wahrscheinlich. Ja. So, okay, dann mache ich jetzt mal schnell ganz kurz den Helfer wieder rein, weil ich will jetzt erstmal was dir mal zugucken für die Zuschauer, wie das aussieht mit dem Häckseln. Und mal die Maschine mal angucken, genau vorne. Weil, aber ich kann doch hier drauf mitfahren, oder? Manchmal geht das sogar. Wenn du willst, kannst du auch ein bisschen häckseln, dann Nö. tu ich anpflanzen. Ein paar Bahnen. Komisch, dass du über mich fahren kannst, ey. Ohne dass ich sterbe. Warte. Oh, ein Reh. Ich sehe auch die. Aber der IT-Runner, der sieht auch. Also, das ist echt der beste Kauf gewesen, finde ich. Ja, finde ich schon. Ich meine, der allerbeste Kauf ist immer noch der LKW mit dem. Jetzt mittendurch hier. Guck mal. Das hier mit dem großen Anhänger. Hier mit dem Sattel. Ich weiß nicht, was du meinst. Na, den. Ja, den Sattelschlepper, den großen Laster. Zum Holzhäckseln oder was? Nein. Zum Laden. Den Ach großen. so. Ja. Ach so, mit der als Kipper dieser. Ja, Genau, ja. genau. Dieser, warte, wie heißt der? Kampe, Kipper, Kampe, irgendwas. Ja. Dieser. Warte, ich suche. Genau, diesen Krampe. Weil der kann ja auch alles laden und hat sogar 59.000 Liter. Also knapp 14.000 Liter mehr als der IT-Runner. Aber ich überlege gerade, hat der IT-Runner eigentlich auch eine Wasser? Was eine was? Ob der IT-Runner, die haben doch mehrere solche Dinger. Ja? Der hat ja nur Güllefass, gell? Ja, der Güllefass, Miststreuer, Ja. Weil. Ballen, Ladewagen. Ja, weil schade, dass man den Güllecontainer, gell, nicht als Ja. Wassercontainer nutzen kann. Ja, nee. Ich glaub, geht nicht. Oder? Schon geschaut. Nee, geht nicht, leider. Weil das wäre genial gewesen. Wie war denn das mit. Geht nicht. Auf Einfügen war es, genau, da, genau. Ich leih mir mal 10.000.
Und hol mal hol mal das Wasserfass. Ah, ja. Eieiei, so. Mal das Wasserfass holen. Diverses, diesen mobilen Wassertank. Genau. Ach, warte was, ich gleich noch mal einen Fünfer. Du, ich gleich noch den mobilen Treibstofftank. Ja, für was brauchen wir den? Na, um hier oben hinzustellen, weil ich glaube, der JCB ist schon halb voll, den du hast. Den Treibstofftank. Und da müssen wir nicht immer zur Tanke fahren. Und haben wir auch gleich am Hof stehen. Finde ich. Mhm. So, okay, alles klar. Einen Tieflader braucht man nicht, gell? Hast du überhaupt einen Tieflader in deinem eigenen Let's Play? Nee. Habe ich nicht. Also in meinem Multiplayer-Server halt habe ich keinen Tieflader. So. Ein Tieflader nicht. Okay. Alles klar. Dann haben wir den mobilen Tank. Das. Wie viel kostet der billigste Trecker? Nur zum Hin und Her tuckern, weißt du? Nur für. Der Hürlimann kostet 37.000. Ja, den willst du jetzt kaufen, oder? Na, den kann ich doch. Kann der Hörnimann auch den Dings tragen? Was? Nee, kann er nicht. Schade. Weike. Nee, na, weil, wenn man jetzt den billigsten Trecker kaufen, gell? Ja. Haben wir wenigstens einen Trecker noch übrig, wo man zwischendurch Gras machen kann, wo man den Wassertank fahren kann. Aber das ist dann so, auch guck doof. Mal den Radler, den Teleskoplader, der hat auch eine Anhängerkupplung. Ich glaube, der kann vielleicht auch dieses Wassertank fahren. Ja. Ach, stimmt. Stimmt, der hat ja eine Anhängerkupplung. Stimmt. Der kann so kleine Anhänger schon auch nehmen. Ja. Ja. Dann mache ich das mal. Dann gehe ich mal mit dem Tracy Beamer runter. Da fahre ich mal runter. Und was machen wir mit Gülle? Nutzen wir das nicht, oder? Ja, Gülle. Wir können mit Gülle düngen mal. Ja. Muss man halt so, da können wir halt für den Altiraner das Güllefass kaufen. Genau. Ist auch nicht so teuer. Nee. Das war jetzt so meine Frage, weil. Ja. Wir unten bei der BGA ganz viel Gülle haben. Naja. Und durch die Schafe produzieren wir ja auch, glaube ich, Mist. Oder Gülle. Nee, die Schafe, glaube ich, produzieren nichts. Nee? Nee, ich glaube nicht. Außer es ist hier in der Karte irgendwie so eingerichtet, aber glaube ich jetzt fast nicht. Ach nö. Oh, ich sehe gerade was. Ich habe aus Versehen zweimal einen Wassertank gekauft. Anscheinend stand unten schon einer. Haben wir vor zwei Folgen einen Wassertank gekauft? Das weiß ich gar nicht. Ja, dann kannst du einen wieder verkaufen. Ja. Nee, der kann nicht. Der JCB kann nicht. Der kann nicht abschleppen. Oder haben wir das jetzt beide tatsächlich vergessen? Ja. Dass wir schon einen Wassertank gekauft haben. Ja, es kann sein, dass wir da schon mal einen gekauft haben, ja. Hm.
So. Suche jetzt mal die Palettengabel. Ich will mal so eine Kiste Wolle mal wegbringen. Nur jetzt schon, das ist ja noch gar nichts da. Man wolle, Na wie wird klar, das? eine Palette Wolle ist schon da. Ja. Mit 0%. Ah ja, Da wirst du null. nicht viel dafür kriegen. Ach so. Das Die hat ja dauert. immer sechs solche Ballen drauf. Ach Eine volle so. Palette. Ach Du so. konntest höchstens. Was wir machen könnten, was auch Geld bringt. Diese Mission. Die Missionen. Paletten, da braucht man auch ein paar Palettengabel. Da haben wir Oder doch eine. Grasmähen oder so. Wir haben doch eine Palettengabel. Ja. Da kannst du ja mal eine Mission machen. Ja, na oder ich mache jetzt das mit dem Saatgut erstmal schnell. Ja. Weiter. Aber der ist auch schon fast fertig. Die Hälfte des Feldes. Aber wir brauchen echt die größte Saatmaschine. Also bei 30, da merkst du schon, da braucht er eine Weile, gell? Ich gehe mal einfügen. Oh. Einmal so viel, wie ich kann. Ein Traktoren. Weißt du, was man bräuchten? Nein. Einmal einen normalen Traktor und einmal einen normalen Hänger. Wie für was? Ja, für was braucht man den dann? Hallo? Na, den normalen Hänger, falls ich mal was wegfahren will, wenn du den IT-Runner bindest. Gerade in Ja, Benutzung hast. und du musst unbedingt dann wegfahren, wenn ich den IT-Runner in Benutzung habe, oder wie? Nee, eigentlich nicht, oder? Ja, eigentlich nicht. Das ist ja. Das ist Luxus. Ja, das ist genau, das ist wieder Luxus. Das ist halt wieder sowas, wo man sagt, wenn man nicht so viel Geld hat, muss man ja das nicht haben. Da verkaufen halt dann tue ich halt Holz machen oder so, dann verkaufst du was oder Genau. irgendwas anpflanzen. Wir könnten ja die nächste Folge mal Holz machen. Ja. Wenn die Felder alle bestellt sind. Das könnte man machen. Ja, oder einer macht Holz, einer bestellt Felder halt, oder Na wahrscheinlich, genau. oder so. Weil bis mal die Felder alle fertig sind, dauert es auch wahrscheinlich wieder ein bisschen. Ja. Nachdem, oder wieder der Helfer darf ran. Ich tue mal die Zeit mal so 30-fach vorspulen. Ich will, dass mal ein Angebot reinkommt. Oder nee, warte mal, ich spule mal nicht vor. Wegen der PKA. Wenn du jetzt dein Zeug noch drauf machst. Und dann das abdecken, dann können wir vorspulen. Ich glaube, das ist besser. Nicht, dass wir dann Pech haben und es kommt nachher ein PKA-Angebot. Ja, das wäre natürlich ganz doof.
So. Dann müsste es eigentlich auch bald fertig sein. Zumindest. Habe ich schon wieder die ganze Zeit gehäckselt, ohne dass ich das Zeug. Ich weiß auch nicht, ich habe doch das Ohr ausgefahren gehabt. Wie, du hast jetzt so viel Geld verschwendet, Tobi. Naja. Ich weiß auch nicht, was. Bin nicht blöd, ich habe doch das Rohr ausgefahren gehabt, auf einmal war es weg. Ja. Das war jetzt sicher 10% oder so. Ich würde sagen, den Rest machen wir dann Körnermais, was noch übrig bleibt, weil da. Ja. Das Es dann dauert na, dann ewig, das das reicht dann erstmal dann. Silage. Machen wir lieber noch ein bisschen Geld mit Holz oder so. Ja, könnte man auch mal machen. Geht ja auch immer ganz Holzwirtschaft. gut. Hat man auch ewig nicht mehr gehabt. Nee, nee. Holzwirtschaft. Ah, da muss ich ja dann die drei Felder dann kuppern, gell? 25, Ja, 24. wir müssen ja auch nicht unbedingt alle mit Tonnenblumen oder Mais. Ja, das dauert dann ewig, ey, wenn man dann da. Wir können auch zwei Felder jetzt so machen. Ja. Zum Was haben wir jetzt? Beispiel. Feld 30, machen wir Sonnenblumen. Dann machen wir halt noch hier das Feld 29 und Feld 24 irgendwas noch mit Mais oder so. Und Feld 25 und Feld 38 hinten irgendwas. Keine Ahnung, Gerste Oder Raps. oder Raps, ja. Und da nehmen wir dann auch Stroh noch mal, dass wir auch noch ein bisschen Stroh über haben. Aber da können wir nicht lagern, wenn wir die Maschine nicht haben. Stroh zwischenlagern. Guck mal, uns fehlt Gras, gell? Uns fehlt Silage. Uns fehlt Sonnenblumen, das machen wir ja jetzt. Roggen haben wir zum Beispiel nicht. Ja, Roggen können wir auch anpflanzen. Ja, und Weizen haben wir 50.000. Das war's. Und Raps haben wir 40.000. Ja. Wir können auch mal Roggen anpflanzen anstatt Raps dann. Ja. Na, Roggen haben wir. Nee, Roggen haben wir nichts. Ja. Deswegen ja Roggen. Aber da brauchen wir noch das Mähwerk, das wir das mähen kann. Das haben wir ja noch nicht. Hat noch mal ein extra Mähwerk für Roggen. Ja. Boah. Dann müssen wir das, was wir jetzt haben, für den Mähdrescher verkaufen und das gemoddete kaufen. War auch so ein Fehler von uns am Anfang, dass wir das nicht gleich gekauft haben. So. Das ist Wenn ich jetzt mal natürlich doof. gucke. Warte mal, wo ist denn das Garage? Wir haben jetzt nur das normale, das Maismähwerk. Das. Wir können ja das normale verkaufen und dafür das gemotterte holen. Blöd, wo ist denn das? Sehe ich es nicht. Hier geht es ja noch weiter, hätte. Genau. Oh, ich kann mich da nicht an. Nicht vernünftig. Jetzt geht's doch. Meine Güte. Und der eine Baum im Hof, der kommt auch weg. Deine Einfahrt. Ja, gut. Weil
wenn du da wirklich mal die großen Maschinen hast, irgendwann kommt dann auch irgendwann nicht mehr richtig rum. Ja, schon wieder ein Laubbaum. Ja. Scheiße, zum Fällen, zum Bearbeiten. Dann nimmst du halt die Häckselmaschine irgendwann. Ja. Schauen wir mal. Später da, wenn wir die große Häckselmaschine haben oder so. Ja, da brauchst du nicht mal den Baum klein zu machen, glaube ich. Ja. So, ich dünge jetzt noch schnell. So, ich bin jetzt auch gleich voll hier. Und dann kannst du unten abdecken, dann können wir schon die Zeit vorspulen. Und dann ist glaube ich auch schon die Folge wieder rum. Ja, ein bisschen noch. Noch ein bisschen. Haben wir noch. Ah, ich habe die Zeit nicht im Blick, sorry. Die Zeit nicht im Blick. Wie die nicht schon. Zeit vergeht. Ja, wie im Fluge, ne? Ja. Aber ich überlege noch, ob wir irgendwann noch mal einen dritten Mitspieler finden sollten. Wenn wir richtig groß sind. Ja. Aber ja, für dauerhaft, für länger dann oder nur so als Gast? Na, vielleicht für länger. Wenn jemand das auch noch als Let's Play macht, den du kennst oder den ich kenne, wo man sagen könnte, der passt auch da rein. Ja. Weil das macht dann bestimmt auch mehr Spaß, wenn man dann zu dritt sind. Kommt man auch schneller vor. Irgendwie spinnt mein Traktor schon wieder. Ja? Ja. Wieso? Hat schon wieder nicht. Ja, das wird so komisch Gas geben irgendwie so. Die ganze Zeit so. Ich glaube, deinen Traktor musst du auch tanken. Der ist doch nicht mal richtig voll. So. Das ist aber richtig schön, Häcksel, gut gemacht. Querfeld ein, ins Feld. Ja, das ist immer schwierig mit dem kleinen Ding da. Hm. Kannst du dann Bescheid sagen, wenn du unten abgedeckt hast? Ja, habe ich gleich. Den Rest mache ich jetzt dann noch weg mit dem Mähdrescher einfach fertig. Ja, genau. Dann haben wir noch ein bisschen Körnermais. Kann der dann sagen, wie viel Prozent du jetzt hast? 24%. Oh, das ist viel, gell? 146.000. Kannst du noch ein bisschen Gras abmähen und dann kannst du 200.000 draus machen. Einmal Spaß. Ja, dann war nie fertig. Okay, hab abgedeckt. Jetzt kannst du Zeit beschleunigen. Und beschleunige die Zeit. Eine Zeit, wo ich die Zeit beschleunige, kann ich auch nichts anpflanzen, gell? Ja, kannst du schon, aber das Problem ist, es wächst dann so komisch. Ja, genau, deswegen. Ja. Genau deswegen. Und jetzt. Zack, zack. So. B wie Bünger anstellen. So, gut. Dann war's das sogar schon. Dann bin ich mal gespannt, wie das Sonnenblumenfeld aussieht. So.
Zack. So. Oh, ich bin jetzt mal schnell den Wassertank holen und den Treibstofftank. Oh ja, oh, Kartoffeln. Oh. Gedämpft. Ja, blöd haben wir nicht. Nee. Das ist halt immer der Nachteil, wenn hier so viele Sachen zur Verfügung stehen. Hm. Das ist halt dann die Wahrscheinlichkeit, dass du dir irgendwas bekommst, was du schon hast, schlecht wie gering ist halt, ne? Ja. Schade. Kartoffeln gedämpft. Toll, wo dämpft man die nochmal? Ach, bei der einen Maschine, gell? Ja. Wo war doch noch so eine Maschine? Hm. Könnte halt schauen, dass wir die jetzt dann dämpfen irgendwie. Ich weiß nicht, ob das so einfach geht. Na, Kartoffeln hätten wir ja, aber. So, dann das hier. Aber ich weiß nicht, das. Ich glaube, da braucht man irgendwie noch was anderes dazu. Na, es gibt ja noch Dämpfen. Waschen kann man sie noch. Ja, gewascht. Na, ich glaube, Kartoffeln gedämpft ist doch nur für die Schweine oder so. Ja, aber du kannst sie jetzt trotzdem verkaufen irgendwie. Hm. So. Wo kann ich ein Wasser auffüllen? Irgendwo war hier. Ich weiß nicht, irgendwo muss so ein Brunnen sein. Und fast am Weiher unten. Wo ist das schon wieder? Feld 24 den Weg da runter. Oder hoch oder wie auch immer. Glaube ich, ist das. Warte. Feld 24. Ach ja, da, hinterm Hof, gell? Das ist doch so ein blauer Fleck, das ja, ist doch hier. Ja, ja. Bin schon unterwegs. Hm. Oh, Kartoffeln gedämpft im Angebot. Natürlich nicht so schön, ja. Jetzt wird schon dunkel wieder. Ah, stimmt, hier ist so ein Zapfhahn. Da habe ich wieder meine ordentliche Arbeitsbreite. Viel angenehmer, oder was? Ja, so ist halt besser, ne? Da erwischt du wenigstens ein bisschen was. Ich glaube, mit dem kleinen Feldhäcksler, mit dem kleinen Häcksler machen wir das nicht nochmal. Machen nee? Wir lieber Körnermais. Wieso nicht nochmal? Das dauert viel zu lang. Merke ich jetzt ja, auch langsam. Ja, aber das bringt gut Gewinn. Ja. Schauen wir mal, was wir da rauskriegen, wenn wir das alles schaufeln. Und da wenn wir was anderes verkaufen. Da können wir uns da den großen Häcksler schon leisten. Wenn wir das alles verkaufen, bestimmt, oder? Ja, könnte wohin hauen. Ja, wir sind auch schon bald wieder am Ende der Folge angelangt. Ne? Ja. Sagen wir hier noch fix hier ja, den Körnermais fertig. Ja, ich suche noch den Wassertrog bei den Schafen. Ja, wo ist der Wassertrog? Weiß ich nicht. Na, komm mal hoch. Werden wir es diese Folge noch herausfinden ja. Oder erst nächste? Da kann der hochkommen. Ich muss jetzt hier ernten. Ach.
Du musst ernten, ja. Ja, sonst schaffen wir das die Folge nochmal. Ich weiß gar nicht. Warte mal. Hinten ist es nicht. Na komm, mach die Tür auf. So. Stimmt, da musst du auch reinfahren wahrscheinlich. Das wird da drin irgendwo sein. Nee, ist es nicht. Doch. Jetzt komme ich doch auch mal hoch. Bist du noch drin im Traktor? Nee. Ah ja, ich hab's gefunden. Ja dann. Okay, das maximale Fassungsvermögen des Futterdrucks reicht aus, um die Tiere 6 Tage zu füttern. Naja, die brauchen auch nicht viel Wasser. Die sind genügsam, die Schafe. 5320 Liter habe ich jetzt von 6000. Ja dann. Toll. Viel zu viel Wasser. Aber man hat dann mit einmal dann, da braucht man dann oben nur ranzufahren. Ja, ja. Da haben wir schon 8% Wolle. Prozent Wolle. Jetzt haben wir glaube auch über 100% Produktion. Ja, 110%. Yeah. Schafbestand. Ich will mal gucken, wie viel die Schafe überhaupt im Einzelnen kosten. 300. So. Ja, viel haben wir ja nicht rausgekriegt, aber. Und kann noch mal es. Ja, 2000. Aber gut, ich denke mal, das reicht uns für diese Folge, oder? Da machen wir dann das nächste Mal weiter. Dann werden wir hier ein bisschen anpflanzen. Ich mache vielleicht ein bisschen Holz dann, oder? Genau. Denke ich. Ich kaufe noch ein bisschen was schnell. Ja. Könnt ihr dann mal. Ja, ich tue da so lange abtanken. Ja, abtanken und das in den Silo reinbringen. Da oben habe ich aber auch, oder? Da, okay. Oh, schon 9 Uhr früh ist. Kannst ja mal gerne in den Schafbestand mal reingucken. Ja, ich schau gerade noch was nach, nicht dass ich da oben jetzt noch Hörnermais vergessen hab, nee. Oh, hier vorne sind schon ein paar Sonnenblumen fertig. Ja? Wächst so ein bisschen unregelmäßig, so wie es aussieht. Ja, aber ich habe eigentlich die Zeit nicht schnell gemacht. Eigentlich nicht. Ja gut, willst du noch was machen oder so? Weil dann ich will noch mal fertig, mit dem Wassertank noch mal reinfahren. Kann der hier hochkommen? Mal schnell. Ja, jetzt muss ich auch eindeutig viel mehr Wasser tanken.
Hast du neue Schafe gekauft, oder wie? Ja, guck mal rein, wie viel. Ah ja, 100. Ja, da geht's auch deutlich schneller. Ja. Kriegen wir öfter so eine Wollpalette fertig dann. 100 Schafe. Meine, das hat jetzt nicht geschadet jetzt eigentlich. Da haben wir mehr Wolle. Mann, 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 warum lädt es nicht ab? So, gut. Wo bist du? Unten beim. Komm, ja, spawn dich mal in den Trecker hier rein. Da. Ja. Gut. Hier das ganze Sonnenblumenfeld. Auch herrlich, oder? Herrlich. Ja, dann ist das mit diesen netter Impressionen Abschluss. Verabschieden wir uns, nicht wahr? Genau, genau. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich diesmal nicht. Nein, natürlich bedanke ich mich auch fürs Zuschauen. Genau. Können wir auch mal machen, ne? Genau. Ja. Und zur nächsten Folge ernten wir dann die Sonnenblumen. Dann gucken wir mal, was da am Ende rauskommt. Ja, genau. Sonnenblumenernte. Yeah. Gut, alles klar. Ich bedanke mich. Ja, dann. Und dann ich danke auch. Bye, bye.